Verflucht seien Troja und alle, die in seinen Mauern leben. Sie haben unsere Vorratslager und Zelte verbrannt. Sogar fast alle Schiffe. Wir können von Glück sagen, wenn wir noch entkommen. Rückzug? Wir haben gerade eines der Tore zerstört. Wir sollten unseren Angriff verstärken und nicht von Rückzug reden. Darauf werden die Trojaner nicht warten. Sie werden bestimmt jeden Augenblick wieder angreifen. Es sei denn, sie denken, dass wir abgezogen sind. Poseidon ist der Herr der Pferde. In Atlantis opfert ein General sein Ross, wenn er geschlagen ist. Ein Pferd? Genau. Ein großes, hölzernes Pferd. Ich verstehe nicht. Soll es kämpfen? Das ist bald erledigt und wir brauchen keine neuen Belagerungswaffen zu bauen. Akontos, ich brauche eure Hilfe. Wie ihr mitbekommen habt, wird jetzt das trojanische Pferd gebaut. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir. Wir sind in der nächsten Mission und müssen 1000 Soldaten Holz sammeln. Das sollte eher 1000 Einheiten Holz heißen. Da ist die Übersetzung wohl ein bisschen schief gelaufen. Egal, wir müssen 1000 Einheiten Holz sammeln, um das trojanische Pferd zu bauen. Was so viel heißt wie, wir müssen unsere Einheiten klug platzieren für zukünftige Angriffe, die vielleicht stattfinden könnten, und Dorfbewohner ausbilden. Das machen wir doch gleich. Prostagma, Orthos. Etimus. Fritomus. Haben direkt mal mit dem Odysseus ein Relikt, eine Reliquie eingesammelt, die direkt vor unserer Nase gelegen ist. Also, wer die Reliquie nicht einsammelt, der ist selber schuld. Im Prinzip jedes Mal immer nach Reliquien Ausschau halten, also die erleichtern das Spiel enorm. Da sind meistens Boni vorhanden, die wirklich merkbar und spürbar sind. Und das mache ich jetzt mit dem Reiter hier Ausschau halten nach weiteren Reliquien. Ei, der hat tatsächlich eine Reliquie gefunden, und zwar die trojanische Pfeilreliquie mitten in die Fresse. So, der nächste Dorfbewohner ausgebildet. Mit dem werden wir die Häuser ausbauen. Benötigen Unterstützung, das muss viel schneller gehen. So, mit dem zweiten Reiter werden wir nicht dorthin reiten, und wir sehen, okay, die greifen schon an. Wir werden aber zurückschlagen. So, wir haben sie gleich besiegt. Schnell zu den Toren! Wir müssen Troja warnen! Natürlich holen wir uns die Speer. Gut gemacht. Wenn wir diese Speer aufhalten, wird Troja uns nicht angreifen. Wie ihr seht, wir müssen die Speer aufhalten, bevor sie wieder zur trojanischen Basis zurückkehren. Klingt leichter, als es ist. Also, ihr müsst aufpassen. Ihr solltet eure Einheiten so platzieren, dass ihr hinter den Einheiten steht, damit sie für einen möglichen Rückzug nicht wieder zurückreiten. Wobei das natürlich abhängt, aus welcher Richtung sie kommen. Und es könnte natürlich sein, dass sie in die entgegengesetzte Richtung reiten. Also, ja, RNG, beziehungsweise wie die KI sich entscheidet. Haben ein paar Schafe gefunden, die senden wir natürlich zurück zu unserer Basis. Orthos, Orthos, Pani,
Βούλονγκ, ορθώς. Πρόσεχε, μάλιστα. Ρητό, μάλιστα. Ρητό, όμως. Πρόσταγμα, πάνω, πάνω. Βούλομε, βούλομε, ορθώς. Ορθώς, βούλομε. Λέγε, έτοιμη. Βούλομε. Und bauen gleich mal eine Schmiede hin. Vulome, pani, pani, pani. Vulome, vulome. Λέγε, πρόσταγμα. Έστω. Μάλιστα. Έστω. Πρόσταγμα. Noch mehr Goldminen. Sehr nice. Ορθώς. Vulome, ορθώς. Πάνι, πάνι, ορθώς. Vulome, ορθώς. Πάνι, πάνι. Πρόσεχε, ναι. Μεταλλές, έτοιμοι, βούλομε. Μεταλλές. Έστω, ναι. Πάω χωρίς τα βίδα. Μάλιστα, ναι, ναι. Λέγε, βούλομε. Haben wir hier oben irgendetwas? Πάνι, πάνι. Ja, wir haben einen Bach. Jesus Christ! Πάνι, πάνι. Werden wir uns schleunigst wieder verziehen. Βούλομε, ορθώς. Der Prodromos hat gerade noch überlebt und ein paar Schafe entdeckt. Entschuldigung, Ziegen, jetzt wollte ich Zwiebeln sagen. Zwiebeln, alles klar. Wenn euch das Format gefällt, Leute, lasst ein Like da, Kommentar und sagt mir, was ihr gerne in Zukunft hättet. Welches Spiel ihr gerne hättet, dass ich mal anspiele bzw. durchspiele. Und selbstverständlich den Kanal abonnieren, damit ihr für die neuesten Videos immer up to date seid. Προσταγμά. Πρόσεχε. Καλώς. Εισβολή. Έτοιμο. Καλώς. 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 Έτοιμο. Εισβολή. Λέγε, βούλομε. Πάνι. Πόρο. Προσταγμά. Μάλιστα. Έστω. Βούλομε. Βούλομε. Λέγε, ορθώς. Προσταγμά, βούλομε. Έστω, βούλομε. Das ist jetzt natürlich extrem blöd. Der Speer ist entkommen. Μάλιστα. Πρόσεχε, λέγε, μάλιστα, βούλομε. Έστω. Πρόσεχε. Ein Speer ist uns entkommen. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Das machen wir so gleich. Wir bauen die Wachtürme und werden uns um Verstärkung kümmern. Verstärkung insofern, damit wir mehr Einheiten haben, mit denen wir unsere Basis verteidigen. Da wir nicht wissen, mit wie vielen Einheiten sie angreifen werden, rechnen wir mit dem Schlimmsten. Ich denke, das hängt hier vom Schwierigkeitsgrad ab, mit welcher Größe der Armee wir rechnen können. Deswegen bereiten wir uns auf das Schlimmste vor und produzieren so viel Toxoten und Hoplitz wie wir können und bauen die beiden Wachtürme hin. Vorausgesetzt, sie greifen wirklich von Norden aus an. Ich hoffe, sie greifen nicht von Süden an. Πρόσταγμα, έτοιμη. Έτοιμη. So, der erste Wachturm steht. Ναι.
Und unsere Hippicons, Hoplitz und Toxoten werden konstant ausgebildet. Leje, Pani. Leje. Πρόσεχε. Έτοιμος. Φρυτόμος. Φρυτόμος. Πρόσεχε. Πρόσεχε. So. Dann werden wir mit unseren Feldern beginnen. Leider haben wir nur so viel Holz, dass zwei Felder erzeugt werden können, beziehungsweise angelegt werden können. Das ist natürlich ärgerlich. Surprise, Motherfucker! Das ist jetzt wirklich nicht wahr. Also, das Schlimmste ist eingetreten, wovon ich ausgegangen bin, und zwar, dass sie von Süden angreifen. Das müssen wir natürlich schleunigst entschärfen. Aber ich denke, die Größe der Armee ist überschaubar und sollte kein Problem für unsere Verteidigung darstellen. Das müssen wir schnell ausschalten, das Petrobolus. Πρόσεχε, μάλιστα. Βούλομε. Έστω. Πρόσεχε. Μάλιστα. Βούλομε. Ναι. Λέγε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Βούλομε. So, wir haben genug Holz, damit wir die Felder anlegen. Ναι, βούλομε. Βούλομε. Πρόσεχε. Und reparieren den Tempel. Zeugen noch einige Einheiten. Natürlich für den nächsten Angriff, falls dieser zustande kommt, gewappnet zu sein. Die Dorfbewohner schicken wir zum anderen Fleckchen Wald, um dort bzw. bauen das Lager direkt vor die Bäume hin, damit wir das Holz schneller abbauen können. Έτοιμος. Πρόσεχε. Μάλιστα, μάλιστα.
Ναι, βούλομαι. Λέγε, καλώς. Λέγε, εισβολή. Da sind schon die nächsten Speer. Ich denke, das wird ein leichtes sein, dass wir diese ausschalten. Zeitgleich haben wir 1000 Einheiten oder Soldaten Holz gesammelt und können nun das Tranische Pferd bauen. Έτοιμος. Λέγε, βούλος. Βούλομαι. Πάνε, ορθός. Έτοιμος. Λέγε, ορθός. Βούλομαι. Έτοιμος. Έτοιμος. Προστέγμα. So, und jetzt bilden wir genug Dorfbewohner aus, um das Tranische Pferd zu bauen. Haben jetzt unsere beiden Fronten besetzt, damit weitere Speer schnell ausgeschaltet werden können. Das geht sehr langsam. Da benötigen wir mehr Dorfbewohner. Ups, da ist die Maus weggerutscht. Έτοιμη. Βρυτόμος. So, das geht doch schon gemächlich dahin. Aber wir werden natürlich noch viel mehr Dorfbewohner erstellen bzw. ausbilden, um den Bau zu beschleunigen. Lege. Das habe ich natürlich komplett vergessen. Die Felder zu erforschen bzw. den Pflug. Das ist sehr ärgerlich. Prostagma. So, die nächsten Speer sind da, die werden wir in folgendermaßen ausschalten, indem wir uns hinter sie positionieren, damit sie länger angegriffen werden können. Das sieht doch gut aus. Nein. Gerade noch. Der letzte Pfeil hat den Speer noch erwischt. Das Tranische Pferd wird bald fertiggestellt sein. Prostagma.
die könnten sich ein bisschen beeilen, das dauert viel zu lange mit dem Bau. Prosecche. So, gute Verteidigung noch errichten für den Fall der Fälle. Noch ein paar Hippicons ausbilden. Das trojanische Pferd ist bald fertiggestellt. Und das war's. Bringt das Pferd in Position, schnell! Agamemnon, nehmt die Boote und die Männer und segelt außer Sichtweite. Akanthos, Ajax und ich werden in das Pferd klettern. Segelt bei Anbruch der Nacht zurück. Wir werden euch das Tor öffnen. Ihr seid ein trefflicher Ränkeschmied, Odysseus. Ich werde bei Anbruch der Nacht zurück sein. Wenn wir das Tor zerstören, haben unsere Soldaten freie Bahn. Wie ihr sehen könnt, haben sie die trojanische Saga ziemlich gut nachgebildet. Wir befinden uns mit den Helden in Troja und sollten uns vorbeischleichen, was wir jetzt natürlich machen werden. Wir warten, bis die Patrouille aus der Sichtweite ist und schleichen uns dann vorbei. So, weiter geht's. Malista. Esto. Volume. Volume. Die könnten wir gut gebrauchen. Volume. Malista. Volume. Ein Koloss. Volume. Koloss. Da habe ich eine Antwort darauf. Und zwar. Hasta la vista. Esto. Koloss. Und den Zyklopen holen wir uns direkt mal. Und damit haben wir 4 Helepolis-Türme, mit denen wir voranschreiten. Malista. 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 Ne. Esto. Isvoli. Warum haben diese Helepoli keine Munition mehr? Der Feind kontrolliert sie. Haltet sie auf! So, Angriff aufs Tor. Kann man keine Zauber einsetzen, das ist natürlich ärgerlich. Die Götter haben uns 2 Meteoriten gesandt. Agamemnon ist mit seiner Armee zurückgekehrt. Schnell! So, wir haben 2 Meteoriten erhalten und 2 Armeen von Agamemnon erhalten. Die werden wir jetzt zugleich verwenden. Und da kommt schon die Patrouille. Die schalten wir zugleich aus. Nachdem wir die 2 Wachtürme bzw. den Wachturm ausgeschaltet haben. So.
haben gleich mal den Zauber Bronze gewirkt. Und setzen Wiederherstellung ein. Wachturm haben wir direkt mal geholt. Und bewegen uns jetzt mit den Petropolis-Katapulten in die Festung nach Troja und schalten die Festungen aus. Hier sehen wir, dass die erste Festung nun dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und jetzt geht es dann zur nächsten Festung und wir knallen direkt mal den Zaubermeteorit drauf. Natürlich sollten wir insofern aufpassen, dass wir unsere Einheiten nicht in Meteoritenreichweite bewegen. Das ist jetzt sehr riskant, was ich mache, aber wir haben ja genug Einheiten, hätte ich gesagt. Den nächsten Meteorit direkt mal auf die nächste Festung gesetzt. Damit sollte die Mission bald erfolgreich abgeschlossen sein. Das war's. Helena suchen und sie nach Hause bringen. Wohin jetzt, Akanthos? Zurück nach Atlantis. Das war eine willkommene Abwechslung von der Piratenjagd, aber ich muss nach Hause zurück. Nun, Piraten hin oder her, ihr müsst eure Schiffe reparieren. Ihr glaubt, wir schaffen es so nicht bis Atlantis? Nein. In Neoklos, ganz in der Nähe, gibt es einen Hafen. Ich segle dorthin. Ich zeige euch den Weg und besorge jemanden, der sich um eure Schiffe kümmert. Und er schreitet durch die Wipfel und ist größer als ein Baum. Seine Stimme hallt wie Donner durch die Gärten. Was gibt es, Khemsit? Camus ist zurück, Herr. Er hat den Dreizack verloren. Er sagt, der Atlanta war auf dem Weg nach Troja. Die Belagerung wird bald beendet sein, wenn er den Griechen beisteht. Die Belagerung von Troja ist bereits vorbei. Zeus könnte noch immer eingreifen. Willst du an mir zweifeln, Khemsit? Nein, alles ist genauso eingetroffen, wie ihr vorausgesagt habt. Die Festung, der Tunnel, Troja. Giganten und der Genius, Vielgestalt von Aug und Schwing, ihre Gehorsamkeit, die Himmel durchdring. Schicke nach Camus. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, General. Wir haben Troja eingenommen und das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns die nächste Mission an und ja, dann tauchen wir wieder in die Welt von Age of Mythology. Abonniert den Kanal und liked das Video. Bis zum nächsten Mal.